Ja, servus Leute bei Bastis zweiter Kanal. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich zu einem neuen Video. Wie ihr es natürlich in der Videobeschreibung lesen könnt, wisst ihr, um was es geht. Scheiße, ich glaube, ich brauche einen neuen Hinterreifen. Ja, wie ihr wisst, fahre ich ja die Continental, die Condi Scout, und bin ja mit den Reifen jetzt schon sehr viele Kilometer unterwegs. Ich kann es euch auch genau sagen, ich bin heute, ich habe jetzt nämlich extra bei Trip 2 nicht einmal resettet, 9357,2 Kilometer unterwegs, und ich kann euch eins sagen, die Reifen sind noch nicht runter. Der Bradstone damals, wenn ihr euch noch erinnern könnt, hat gehalten ungefähr 8800 Kilometer. Und ich bin ihn zwar noch ein bisschen länger gefahren, weil ich ihn einfach damals noch nicht kontrolliert hatte, weil ich nie gedacht habe, dass der Reifen so schnell runtergefahren wird. Aber er war platt. Also ich hatte auf jeden Fall, da gibt es ja diese, in diesen Gummi, also in den Profil, diese Kontrollteile. Wenn das erreicht ist, muss er runter. Und das war natürlich schon längst, aber ich habe es halt noch nicht gemerkt gehabt. Und ja, also ungefähr knapp 9000 Kilometer hat der Bradstone gehalten. Der hält jetzt schon knapp 400 Kilometer länger. Und an der geringsten Stelle habe ich 2 mm. Das bedeutet 0,6 mm habe ich noch Toleranz, was ich ihn fahren darf. Ob man es jetzt ausreizen muss so lang, weiß ich nicht. Aber ja. Ich werde ihn auf jeden Fall noch ein bisschen fahren. So, überholen wir den mal schnell. Genau, also ich würde ungefähr schätzen, dass der Reifen bestimmt noch, ich sag mal, knapp 1000 Kilometer hält. Ja, auf jeden Fall absolute Kaufempfehlung, muss ich euch wirklich sagen. Toller Reifen. Bei Nässe bin ich ihn halt natürlich nicht oft gefahren. Sehr selten, vor allem nicht auf der Landstraße. Da kann ich euch leider nicht viel dazu sagen. Aber auch bei kleinen Temperaturen, also bei kühleren Temperaturen, er wurde immer relativ schnell warm. Dafür ist er ja auch, also das haben sie auf der Seite ja auch geschrieben, dass der sehr schnell warm wird, weil es ja doch eher ein Scooter-Reifen ist. Das soll auch im Winter funktionieren oder bei kälteren Temperaturen. Und ja, ja, so viel dazu mal zum Reifen. Und ja, ich muss auch sagen, er fährt bis zum Schluss echt gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den überholen kann. Das sieht man immer nicht. Das ist immer beschissen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber hier sind auch noch 70. Ist egal. Ich bleibe jetzt hinter ihm. Ich will jetzt gerade eh für euch ein Video drehen. Ich blende euch auch dann einen kurzen Abschnitt rein, wo wir mal den Hinterreifen kurz anschauen. Aber nichts Großes. Ich habe mein Messding dabei. Nur mal ganz kurz zur Überprüfung. Da zeige ich es euch dann mal ganz kurz. Jetzt bin ich mal ganz kurz rausgefahren. Also ich bin jetzt hier oben. Und wir gucken uns jetzt mal die Reifen an. Da habe ich jetzt mal kurz auf mein, so eine Art Gimbal genommen. Und oh, ich muss gucken, dass ihr keine Schatten hier seht. Also, jetzt passt mal auf. Das sind noch die Vorderreifen. Auf den ersten Blick schauen die echt noch gut aus. Das habe ich vorhin nämlich erwähnt, hier mit diesem Gummi, wo man sieht, wann die abgefahren sind. Und eigentlich brauchen wir es gar nicht machen, aber ich mache es jetzt trotzdem mal, weil da ist echt noch so viel drauf. Ist echt krass. Also ich gehe jetzt mal hier rein. Hey, nochmal. So, jetzt gucken wir mal. Wie viel sind das? Das sind, ja, es sind noch 3 mm. Und da oben immer so ein bisschen den Dreck wegmachen, weil sonst verfälscht man das Ergebnis. Gucken wir mal hier. Was haben wir da? Ja. Ja gut, hier ist es schon unter 3. Aber warte mal, das ist doch... Da habe ich jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen einen Fehler gemacht. Ja, knapp 3. Und wie schaut es mit dem rechten aus? Der hat auf jeden Fall mehr Verschleiß, das weiß ich. Keine Ahnung, Kohlschosse. Nee, auch noch 3 mm. Und es ist echt noch viel. Also 3 mm, das ist echt gut. Hier haben wir sogar mehr als 3. Und bei dem hier unten... auch noch 3. So, gehen wir noch mal zu dem hinteren Reifen und schauen uns den mal an. So, jetzt passt auf. Auf den ersten Blick auch eigentlich echt noch in Ordnung. Ich meine, Seitenprofil echt, das ist natürlich noch komplett. Da ist eigentlich so gut wie gar nichts runter. Ich zeige euch das mal. Da haben wir, da haben wir sogar noch über 4 mm.
Und da brauche ich auch gar nicht viel messen. Jetzt gehen wir mal hier in die Mitte und schauen mal hier nach. Da haben wir jetzt momentan 2,5. Wir nehmen jetzt mal einen anderen. Schauen uns mal den hier an. So, gucken wir hier. 2,5. Also, im Durchschnitt, oder wir nehmen jetzt einfach nochmal hier ganz kurz einen Messwert. Kommt mir schon vor, Alter, wie so ein Biologe oder sowas. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Ja, 2,2. Da haben wir ein bisschen weniger. Und wir gucken jetzt einfach mal da innen drin. Ja, oh, ist blöd, alles dreckig hier. Der Auspuff ist auch heiß wie Sau. Ja. Da haben wir 2,2. Also, ich würde mal sagen, ich habe im Durchschnitt noch 1 Millimeter, was ich runterfahren kann, bis die 1,4 erreicht sind. Also 1 Millimeter würde ich locker schätzen. Also ich gebe den sogar noch mehr als 800 Kilometer. Ich glaube, für dieses Jahr reicht es. Also ich brauchte dieses Jahr nicht wechseln. Ja, da bin ich trotzdem froh, werde es aber trotzdem wechseln lassen. Auch wenn es jetzt noch bei 1,8 dann ist oder 1,7, dann kommt er runter. Schauen wir mal. Die vorderen Reifen, die haben noch ein bisschen mehr, habe ich gemerkt. Da haben sich damals die Bridgestone auch viel schneller abgefahren. Der Condi-Scout auf den Vorderreifen hält viel länger. Also da habe ich teilweise noch über 3 mm. Bei manchen Stellen habe ich sogar noch 4 mm in der Mitte. Das bedeutet, die müssen dieses Mal nicht runter. Das heißt, ich werde erst einmal nur den Hinterreifen wechseln. Leute, einfach aus einem bestimmten Grund auch. Erstens, ist ja auch nicht mehr billig, ne? Das kostet ja alles Geld. Und drei Reifen zu wechseln, ja. Also wenn die vorderen dran sind, die montiere ich eh selber ab und werde die dann auch zum Reifen, kann ich auch zum Reifen.com bringen zum Beispiel. Da muss ich nicht unbedingt zum Motorradladen gehen, ist völliger Quatsch. Und die sind da relativ günstig und da zahle ich vielleicht pro Seite vielleicht 25 Euro, wenn es hochkommt. Und ja, aber wie gesagt, also ich glaube auf jeden Fall, dass die vorderen dieses Jahr noch komplett durchhalten, aber der hintere Reifen, oh, ich weiß nicht, ich müsste schon einen bestellen, glaube ich, also sonst wird es zu knapp. Aber wie gesagt, ich rotze den jetzt noch runter, bis er unter 2 fällt und wenn er unter 2 fällt, dann hole ich einen, weil momentan sind auch nicht mehr so viel auf Lager, habe ich gesehen, von den Hinterreifen. Muss man jetzt mal schauen, wie ich das am besten mache. Ja. Ich hoffe, euch geht es auch soweit gut. Mir geht es auch ganz gut. Heute ist wunderschönes Wetter mal wieder. Und ich bin draußen. Die Yamaha fährt toll. Die Dämpfer sind immer noch die alten drin. Aber seit ich ja bei der neuen Werkstatt war, der fährt erstmal schön raus. Wo ich bei der neuen Werkstatt war, seitdem habe ich auch ein viel, viel besseres Fahrgefühl wieder. Ich fahre viel gerne mit der Yamaha, weil ich denen jetzt echt vertraut habe. Übernächstes Video, also übernächste Woche, kriegt ihr ein Video, da sage ich nochmal was zu der Werkstatt. Und ja, hoffe auch, bis dahin ist schon alles geklärt. Bis jetzt ist noch nichts geklärt. Und ja, hoffe dann, dass ich euch in dem nächsten Video auf jeden Fall was erzählen kann. Ja. Ansonsten, was könnte ich euch noch erzählen, weiß ich jetzt nichts mehr heute. Deswegen ist es heute nur mal ein kurzes Video. Ich hoffe, ihr habt keine Probleme. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie so eure Reifen halten. Also mich würde es wirklich mal blendend interessieren. Was fahrt ihr so? Haut's mal rein. Wir hatten das Thema zwar schon mal, aber... Nachdem ich ja jetzt den Condi Scout so langsam zu Ende fahre, ist es natürlich schon spannend. Aber ich sag mal so, erreiche ich mit den Reifen die 10.000 Kilometer, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus. Muss aber auch dazu sagen, Leute, ich bin dieses Mal nicht ganz so gefahren wie mit dem ersten Reifen. Den habe ich schon ganz schön geschürt. Also ich habe oft Vollgas gegeben beim Anfahren und sowas. Das geht natürlich schon auch auf die Lebensdauer eines Reifens. Den bin ich natürlich wesentlich smoother gefahren und entspannter. Und vor allem bin ich ja auch dieses Jahr oder letztes Jahr auch gar keine große... Obwohl, Moment, sorry Leute, ich erzähle Scheiße. Doch, ich war ja in Berchtesgaden letztes Jahr mit den Reifen. Genau, weil die Reifen habe ich mir aufziehen lassen letztes Jahr im März. Genau,
1. März war ich dann beim Händler und habe mir die aufziehen lassen, genau. Das heißt, ich habe die jetzt dann, also sollten sie bis Ende des Jahres halten, bis Oktober, was ich jetzt natürlich nicht mehr glaube, weil ich fahre auf jeden Fall mehr. Dieses Jahr steht ja auch noch die 20.000er Inspektion an und sowas, also von daher, also die müssen auf jeden Fall, ja, die baller ich auf jeden Fall runter dieses Jahr. Und dann geht die Yamaha Trisuri 300 ganz frisch in die Winterpause wahrscheinlich mit der 20.000er Inspektion, mit frischen Reifen und ja, hoffentlich ist sie da nächstes Jahr am Start. Weil nächstes Jahr geht es ja dann auch mit der Honda los. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf dieses, auf diesen Content, sage ich mal, mit der Honda. Da wird auf jeden Fall einiges kommen. Da wird es nicht mehr nur Tri-City-Videos geben, das sage ich gleich vorweg. Da gibt es dann auch viel mit meiner Honda CB und dann, ja. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, es wird nicht nur Honda-Videos geben. Ich werde mit der Tri-City trotzdem noch fahren, genauso wie mit der Honda dann. Aber ich wechsle halt durch und fahre alles mal so ein bisschen durch und hoffe, ihr freut euch auch auf ein bisschen andere Videos mal und nicht nur mit der Tri-City, weil ich sage immer so, wir sind ja hier draußen und wir fahren und darum geht's. So, schaut's aus. Und jetzt möchte ich das Video gar nicht in die Länge ziehen. Ich wollte eigentlich nur mal ein Video reinknallen mit dem Reifen, aber ihr bemerkt, ich quatsche schon wieder einfach nur vor mir hin. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und kommentiert fleißig die Videos und liked die Videos vor allem. Und wenn du vor allem noch kein Abo hast, dann abonniert den Kanal. Tut kein weh. Du unterstützt mich, ihr unterstützt mich. Und von daher wünsche ich euch einen schönen Sonntag nach und schaltet wieder rein. Wenn es heißt, bye, Basti, euer Kanal. Ciao.